Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Together mit Schandenstern. Hi. So, genau, wunderschöne Begrüßung wie vorhin. Wer es wissen will, wir haben vorhin schon mal probiert, eine Aufnahme zu machen. Vielleicht mache ich das mal so als irgendwann mal so als Backup oder was weiß ich, irgendwie so für eine Szene, die verloren gehen irgendwann. Nein, jetzt Spaß So als beiseite. Outtakes, ne? Outtakes, genau, mir fiel das Wort nicht ein. Ja, ich spiele Karthago und du spielst die Averna, nicht? Jo. Ja, wie eben, nur, ja, das kannst du am besten gleich selber erzählen, bevor ich das noch erzähle und dann dir den ganzen Spaß Ach, da na, so wegnehme. spaßig war das jetzt auch nicht. Ja, gut. Unsere Kampagneneinstellungen sind folgende. Der Spielmodus kooperativ. Rundenzeit beträgt 5 Minuten. Das hat eigentlich eben ganz gut geklappt. Zeitlimit für die Schlachten ist unbegrenzt, sonst steht man da so unter Stress, finde ich. Ja, das ist Die unangenehm. standardisierte Gefechtsausgang ist Gefecht spielen. Einheitengröße ist groß. Bewegung der KI-Spieler haben wir ausgemacht, weil das eigentlich nur stört und Dauert viel zu für lange. einen, genau, es dauert viel zu lange. Und wenn man das jetzt so als Multiplayer-Kampagne und dann noch aufnimmt, ja, es gibt vielleicht manche Let's Player, die machen das, aber ich finde es einfach nur lästig. Ja, Vor dann allem läufst du als dann diese Zuschauer. 5 Millionen, was weiß ich, verschiedenen Fraktionen durch und Genau, weil dann, man, wenn toll, das man ne? hier Was hast alles du dabei sieht, da hat gewonnen? man manchmal nur Fraktionen wie die Averna, die eine Provinz haben, also eine Stadt, und dann kann man sich vorstellen, dass hier hinten wahrscheinlich noch sehr viel ist, dann, ja. Wir beide spielen auf leicht, was für die Averna eigentlich schon sehr schwer ist, also wer die Averna auf sehr schwer stellt, der ist geisteskrank. Oder verdammt gut, also Oder so verdammt richtig gut, gut. genau. Der kennt dann die Einheiten in- und auswendig, denke ich mal. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, das Gröbste haben wir geklärt und dann werden wir uns gleich mal in der Kampagne wiedersehen. Wir starten jetzt einfach mal die Kampagne. So, ja, ich spiele das hannoverische Haus der Haus, Karthager. Das heißt, wir haben einen Plusbonus auf die Nationenstatusse, was im Diplomatiebereich, was ich jetzt eben so in der ersten Aufnahme nicht gemerkt habe, weil irgendwie keiner mit mir Handel treiben wollte. ja, dich hasst ja auch jeder, einfach aus Prinzip, ne? Ja, macht du mich auch noch fertig. Das ist schon bei Da, Napoleon nur immer noch so. Spaß. Das ist schon bei Napoleon Toddle war immer so. Hör bloß auf. Nein, und jetzt habe ich den Rest vergessen. Genau, wir haben, glaube ich, plus 4 auf. Nee, ich habe den lieber auf, bevor ich noch irgendwelchen Blödsinn gleich erzähle. Und ja, auf jeden Fall, das weiß ich noch, dass wir einen Plusanteil haben auf die ganzen Nationen. Und ja, wir werden das jetzt durchaufnehmen wahrscheinlich wieder so 1,5 Stunden und dann werde ich die einzelnen Folgen da rausschneiden. Und ja, dann werden die in einzeln hochgeladen. Also nicht wundern, wenn auf einmal ein Schnitt kommt, der Bildschirm dunkel wird. Das liegt nicht an eurem PC oder an eurem Fernseher, das auf einmal kaputt ist, oder Bildschirm, sondern liegt aber daran, dass die Folge dann zu Ende ist. Gut, okay, ich habe meine Uhr hier liegen. Und da ich der Host bin, darf ich anfangen, wie eben auch. Das finde ich sehr schön. Halt. Ja, meine Stadt vergrößert sich schon wieder. Vergrößert sich Mist. ziemlich schnell. Ja, ich kann in jeder Stadt jetzt momentan hier einmal einen Stadtteil ausbauen. Was ich persönlich eigentlich ganz in Ordnung finde. Hier kann ich ein Gehöft bauen. Ich baue einfach mal ein Gehöft, ich brauche Nahrung. Ich baue einen Fischereihafen einfach mal mit jetzt. Aus Spaß und Laune. Er baut ihn nicht gleichzeitig, ne? Wenn du mehrere Aufträge in einer Stadt gleichzeitig abgibst, ne? Doch. Der baut die gleichzeitig natürlich. Das ist gut. Dachte man, der baut die dann nacheinander, wie bei den Truppen. Ich lebe, um Nein. den mächtigen Karthago zu Nein, das dienen. ist nur bei Rom 1 so gewesen. Ach so. Da gehen wir auf Armee. Jetzt habe ich natürlich nicht genug Geld, um da hinten noch was zu machen. Das ist mir aber eigentlich auch egal, momentan nicht. Euer Befehl. So, mit der Armee mache ich es wie eben in der ersten Aufnahme. Ich mache da, glaube ich, wirklich Outtakes raus. Da werde ich hier hinten hin segeln einfach mal. Ich weiß ja So, nicht, ob sich und. das so als Outtake lohnt. Oh, es war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Aber mal gucken. So einfach nur. So zwei Bilder. Vorher und nachher. Und dann vielleicht Okay. noch so den Videoausschnitt, wo die Armee versinkt. Ach so. Jetzt spoilerst du schon wieder. Ja, ich spoiler. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr reinmachen.
Ich weiß. So, jetzt werdet ihr sehen, wie gut ich mit den Leuten hier verhandeln kann. Seid gegrüßt, mein Freund. Niedrig. Das sieht man den Plusbonus mit drauf. Epirus wollt vorhin, glaube ich, nicht. Und sprecht frei und ohne. Ja, Epirus wollt nicht, aber ich weiß eine, die mit mir handeln wollte, Etruskische Liga. Willkommen, würdiger Freund. Ah, jetzt haben wir die Veneta freigeschaltet, das ist gut. Ligurien auch. Libyen ist unser Protektorat. Willkommen. Ist also unser Klientelkönigtum, aber will kein Handelsabkommen. Was ich persönlich lustig finde. Zahlung anbieten. Mach mal einfach mal so 400. Schauen wir, was die dazu sagen. Moderat. Angenommen. Wow. So, Ligurien. Probieren wir einfach mal. Seid gegrüßt. In die Hose. Ja, geht in die Hose. Also schon. Nein. Massilia. Ich bin geehrt, eure Botschaft zu erhalten. Jawohl. Ich muss annehmen. Massilia wollte. Namenten. Aber mal probieren. Seid gegrüßt, mein Freund. Niedrig. Eure Waren. Nein. Im Handel. Ja, die hassen dich alle. Ja, ich weiß, ich merke das schon irgendwie. Seid gegrüßt. Ein bisschen, ne? Ich kann mal probieren die Viviska, aber die ist auch niedrig. Ich brauche gar nicht erst hinschicken. Entschuldigung. So. Amenden haben wir schon probiert. Kyrenaika. Willkommen, Freund. Willkommen. Moderat. Abgelehnt. Ich verhandle mit euch ist absolut unmöglich. Ist das nicht ein Diplomatiebonus bei allen Völkern? Ja, das dachte ich auch vorhin. Läuft bei dir. Ja, es läuft genauso gut wie mit den anderen auch. Das ist wirklich. Ich werde euch die Ehre erweisen, euren. Lex mir am Arsch. Mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Hände. Die Arevaki habe ich schon eben probiert. Veneta, haben die keinen Hafen? Die haben keinen Hafen, okay. In Turdetana bin ich noch im Krieg. Mal schauen, ob die gleich wiederkommen mit so 2000 fürs Frieden, ja. Würde mir gefallen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr bekommen wieder durch den Handel. Ja, gut. Werden wir mal unsere Spionen hinschicken. Militärsabotage. Kann ich nicht machen, weil ich nicht genug Geld habe. Aber bist du so arm? Ja, ich habe momentan noch 200 auf dem Konto. Ach, doch so viel. Ja, doch so viel, ja, ja. Oh, ich habe wenigstens 4 Provinzen. Hör auf. Lass mich. Ja. Ja, das ändert sich noch. Ich habe bald nicht damit mehr ich meine Runde beendet. Stadt. Oh, ich bin dran? Was? Ja, du bist dran, genau. Hey. Komm aus deinem Schaukelstuhl raus. Kann ich was machen, weil wenn du ja dran bist, kann ich nur Technologien erforschen. Ja, das ist doch mal auch was. Weiß doch. Aha, yay. So, bin ich mal gespannt. Ja. Dann stürze ich mich mal wieder ins Diplomatiefenster. Ja, du stürzt dich auch ins Diplomatiefenster, finde ich sehr schön. Ja, ich kann ja auch anscheinend nur mit so 2, 3 handeln. Ja, du kannst nur mit den angrenzenden Regionen handeln. Ja, nicht mal mit den. Ja gut, mit den Heduan kann ich zum Beispiel nicht handeln. Direkt neben mir sind. Die Heduan? Hä? Warum? Mit den Volkei. Läuft doch direkt eine Straße. Ja, mit den kann ich aber nicht handeln, mit den Volkei auch nicht. Dafür direkt eine Straße. Du kannst mit Massilia handeln, aber nicht mit den Volkei? Richtig, mit den Volkei. Ja, den Hedua. Einrichtung einer Seeroute, von deren Hauptstadt ist nicht aus möglich, bla bla. Ja, okay, kann zu den Volkei kann ich verstehen, weil du keine direkte Straßenanbindung zu hast. Aber zu den Heduan kann ich auch nicht handeln, wie ich das eben gesehen habe. Ne, achso, mit denen bin ich im Krieg, ne, dann ist schwierig. Bist noch nicht bin im Krieg mit denen. Doch, bin ach, ich. Ach ja, ich sehe das ja immer nur von meiner Seite aus, ja, entschuldige. Bin das nicht gewohnt, mit einem anderen zu spielen. Bei mir sind sie weiß. Ja, ne? Bei mir sind die knallrot. Ja, bei mir sind sie weiß. Das ist. So ein Müll, die wollte ich eigentlich in Ruhe lassen, aber die mich anscheinend nicht. Ja, will ich mir erst bei dir vorknüpfen. Ja, gut. Bei denen auf die Fresse. Mal gucken, wer konnte denn massiv. Ja. Probieren wir das noch mal. Handelsabkommen.
Angenommen. So. Na komm, machen wir gleich nicht Angriffspakt, dann muss ich mich von der Seite aus nicht. Zack. Kann ja mal in die politische Übersichtskarte überwechseln. Ja. Ich würde gerne Pyrrhus eigentlich angreifen. Maybe ist es Wein, was ich ein bisschen handeln könnte. Ich wollte eigentlich eine Seestadt angreifen, weil dann könnte ich auch so über Meer handeln. Ja. Aber wenn ich die Edo angreife, kann ich das ja nicht. Die sind ja auch mitten im Festland. Naja, egal, hilft ja nichts. Boah, du nimmst ja als nächstes Massilia. Nee, Massilia hat gute Truppen. Nein, nicht Massilia, mit denen habe ich gerade Handel. Die haben sowas mit so einer Mischung aus Keltisch und Griechisch, ist das. Den habe ich gerade Handelspakt geschlossen. Das wäre etwas unklug mit denen jetzt. Oh gut, das habe ich mit den Römern auch so gemacht. Aber gut, die Römer sind wirtschaftlich sehr stark. So, dann gehe ich mit meiner Armee hier mal über die Brücke. So, und dann rekrutieren. Diplomatischer Status. Das ist alles. Turdetaner mögen mich nicht. Das sind meine Provinzen. Das ist alles neutral. So, dann will ich doch mal in meiner Stadt gucken. Rom ist neutral, das war feindlich angezeigt. Öffentliche Ordnung, auf jeden Fall einigermaßen Ordnung, Regionswohlstand, durchwachsen, sonst Wachstum hoch. Das sieht doch alles ganz in Ordnung aus. Ich finde das schön, im Hauptmenü, beziehungsweise im Menü habe ich Frames von über 1000 bis 300 und jetzt hier im Spiel habe ich 24, 20, 18. Ja, Leute. Das finde ich irgendwie sehr schön. Aber das wird leichter zu schneiden sein hier alles, weil wir das ja auf eines aufnehmen und dann, ja. Das andere mit die Gilde musste ich ja mal erst rechnen und alles, da hatte ich keine Lust drauf. Rechnen? Was musst du denn da rechnen? Ja, wir hatten zwei Aufnahmen gemacht, beziehungsweise ich habe mich auch mal verklickt, dann hat sich das ganze Programm geschlossen und dadurch auch die Aufnahme und dann ja. Weil ich jetzt wieder angefangen und dann ja. Großartig viel machen kann. Ja, ich kann höchstens noch eine Flotte ausbilden, aber ich habe doch gar keine Hafenstadt. Ja, ich ziehe auf jeden Fall meinen Spion rüber zu den Heduern. Frag mich, wie viele. Ich hoffe nicht mehr als eine. Aber die sieht scheiße gut befestigt aus. Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte eben noch die Armee wieder in die Stadt bewegen. Das können wir nicht. Naja, gut. Gib ihm auch eine nächste Runde. Versuch mal Vorräte zu vergiften bei denen. 50%, das geht eh wieder in die Hose bei meinen Agenten. Ja. Ja, mal was? Ach so, der ist schon weit genug gelaufen, der kann gar nicht weiter. Was? Boah, wie weit kommen deine Agenten, ey? Ja, einmal quer durch meine Provinz, der stand ja an der Grenze zu. Achso, ja, okay, dann, ja, stimmt. Bodigalla. Deswegen, der kommt leider nicht weiter. Naja, ja. Also. Dann bin ich fertig. Muss mal gucken, ob ich nächste Runde schon mit beiden da einmarschiere oder nächste Runde noch einmal rekrutiere bei meiner Armee. Ich glaube, ich rekrutiere noch lieber einmal. Ja, sonst noch ein paar Söldner an. Ja, die sind aber so scheiße teuer, da warte ich lieber noch eine Runde. Ja, gut, musst du wissen. Wenn ich sollte ein heuer, muss ich ja sowieso nächste Runde nochmal warten. Ja, stimmt auch, ja. Wegen, ne? Und du kriegst so viele Nachrichten. Einer hat rekrutiert. Oh, die kannst ja alle auf einmal wegklingen, das ist ein Problem. Ja, irgendwann nervt es aber einfach nur. Geht. Ligurien, das braucht so lange. Ja, also bei mir läuft das durch. Ach, gut, okay. Massilia, nicht Angriffspakt. Gemeinsam wären unsere Armeen unbesiegbar. Ja, nehmen wir mal an, 500 für zu zahlen, ja. Gemeinsamen Macht erzittern. Warum nicht, ne? Ich finde nur schön, dass die so einen Militärbündnistext erzählen, obwohl die nur einen Nicht-Angriffspakt haben wollen. Frag mich, die Turdetaner, sind die stark? Keine Ahnung. Ja, hab noch doch. Nie gegen die gekämpft. Die scheinen ein paar Einheiten zu haben. Ich warte erst. Och man, sie ist nicht so hoch wie letztes Mal. Nur 1000.
Oh, wie traurig. Probier's einfach mal. Zahlung also 2000. Nicht, kannst es auch nicht genug kriegen, ne? Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ich will den auch nur ganz leicht militärisch überlegen, also. Angebot, Handelsabkommen. Wir streichen die Zahlung weg. Schauen. Ja, 1500. Okay, das nehme ich an. Das ist schon in Ordnung. So. Krieg erklärt. Syrakus Epirus. Gehöft haben wir. Baute ist sehr schön. Afrika Steuererntel. Friedenwandel mit den Tutitanern und Fraktion angetroffen. Sekana. So, wir haben knapp 6000 zur Verfügung. Mein Herr. Was? Die heilige Schar. Ja. Hattest du nicht eben noch nur 200? Ja, ich habe jetzt ja eine neue Runde habe ich jetzt bekommen. Und jetzt habe ich 1000, insgesamt 2000 noch durch Nicht-Angriffspakt verhandeln und Frieden verhandeln bekommen und 3700 normale Steuereinkommen. Alter. Ich habe 4 Provinzen. Wie kann ich denn jetzt ärgern? Die ganze Zeit durch. Ich krieg nur 2300, aber das mit einer Provinz. Ja, auch wirtschaftlich stark, ne? Vor allem, weil die damals auch schon die Dinare kannten und alles. Gut, du hast dann auch mehr Einheiten als ich, ne? Deswegen die Kosten auch etwas. Mehr Einheiten? Ich habe weniger Einheiten wie du. Als ob, ich habe nur 2 Armeen. Also ich habe eine. 2 Armeen mit 1, das sind 5 Einheiten und da unten in Karthago habe ich weniger, glaube ich, noch stehen. Da habe ich nur 3 Einheiten. Was? Meine, meine Flotte beträgt, glaube ich, 4 Schiffe, 5 Schiffe. Ja gut, okay, dann hast du deutlich mehr Schiffe als ich. Ja, aber, ne? Ich habe weniger Einheiten wie du. Insgesamt mit den Flotten müsste das eigentlich gleich sein. Wie viele Einheiten hast du? Ich habe dann insgesamt 13. Da sind es 3, 4, 5, 6, 7, 12 und 3 werden rekrutiert. Also nächste Runde 15. So, probiere ich mal jetzt Athen rumzukriegen, mit mir ein Handelsabkommen zu machen. Also wenn ich drin bin, 15. Ich muss ja immer noch ein bisschen warten. Niedrig, was wollen die? Die hassen dich, hab ich dir doch schon mal gesagt. Oh. Keiner mag dich. Kein Schwein ruft mich an. Kein Schwein interessiert sich für mich. Da hatte ich bei den Griechen eigentlich große Hoffnung. War wohl nix, war wohl nix. Epirus hat auf einmal eine positive Einstellung zu mir. Unglaublich. Abgelehnt. Schön. Was ist das? Ohren erreichen, mangelt es an Überzeugung. Oh, mit ein bisschen Kleingeld, komm, so, angenommen, fertig. Wenigstens hast du die Möglichkeit, mit so vielen zu handeln. Ich kann mit ganzen 2 Völkern handeln. Ist das nicht toll? Ja, ich kann eigentlich auch mit halb Europa handeln, wenn die wollten. Ja, schade. Offen, denn wir sind ein ehrliches Volk und wissen Aufrichtigkeit. Ja, komm, die sind schwach von. Auf der Brust wegen Zahlung. Wir können hier echte Verträge zwischen nicht Angriffspakt, nur wenn ihr ein Handelsabkommen macht. So dann nicht, pö. Das war so klar. Glücksmomorsch. Rom wollte ich eigentlich fragen und die Viviska. Ja, mal probieren. Ihr seid willkommen. Abkommen. Niedrig. Gut, okay, gehen wir mal hoch nach Makedonien. Vielleicht mag mich ja Makedonien mehr. Wenn ich mit den Vendura nicht im Krieg gewesen wäre, wäre das sowieso taktisch unklug gewesen, mit denen Handelsabkommen zu machen. Das hätte nicht lange genützt. Ja komm, wenn die Vendura nicht wären, hätte ich Burigala angegriffen, weil ich da eine Hafenstadt gehabt hätte. Ja. Was ich jetzt blöd finde ist, Rom greift wieder die Etruskische Liga an. Das heißt, ich werde wieder Handelseinbüßen haben. Naja, gut. Hier baue ich Kampfplatz, damit wir da rekrutieren können und den Hafen aus. Und ja. Das war's eigentlich auch schon. Was ich machen kann hier. Ja.
Ja, schön. Ich verbringe die halbe Zeit im...